not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Heute geht es um dieses Buch, Wenn wir fallen, von Jennifer Benkow. Und in diesem Buch begleiten wir Liz. Liz hat vor ein paar Jahren ihre Eltern leider bei einem Autounfall verloren und lebt seitdem bei ihrer Tante. Ihre Tante hat eine Tierarztpraxis, bei der Liz immer wieder aushilft. Und Liz hat eine Passion, nämlich das Nähen. Sie näht unheimlich gerne und auch sehr ausgefallene Sachen, trägt diese aber auch nicht selber. Und Liz hat seit einigen Monaten immer wieder so Träume. Träume von einer Klippe, an der sie sitzt und an der sie nicht alleine sitzt, sondern mit einem Jungen. Und dieser Junge ist sehr einfühlsam und freundlich und ja, sie ist einfach sehr begeistert von ihm und sie muss sich eingestehen, dass sie sich in ihren Traumjungen verliebt hat. Natürlich ist ihr klar, dass das halt einfach nur ein Traum ist und dass das wahrscheinlich zu nichts führen wird, aber sie fühlt sich sehr sicher in dieser Welt, in die sie sich halt so geträumt hat. Jetzt kommt es allerdings dazu, dass sie eines Abends in eine prekäre Situation gerät und dort tatsächlich, wo sie niemals gedacht hätte, ihn zu treffen, ihren Traumjungen trifft. Und zwar ist es Louis. Und Louis ist so ganz anders als in den Träumen, die Liz so hat. Denn Louis führt ein gefährliches Leben, denn er ist in einer Bande, beziehungsweise kann man sagen, dass er in zwei Banden ist, die kriminelle Dinge vollziehen. Und er hat ein sehr schwieriges und bewegtes Leben und kann sich allerdings auch nicht so ganz von Liz fernhalten. Und mehr möchte ich eigentlich zu der Geschichte gar nicht verraten. Das Buch ist bei CBJ erschienen, hat 444 Seiten und kostet neu 14,99 €. Ich habe das als Rezi-Exemplar für die Rezensionszeitschrift bekommen. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon 1 Million Mal gesagt. Aber muss natürlich alles geklärt sein. Ja, und ich habe mich auf das Buch mega gefreut, weil Jennifer Benkow ist natürlich ein großer Name. Also für mich ist es ein großer Name. Und ich habe von ihr noch bisher noch nichts gelesen, aber ich höre eigentlich durchweg nur Positives über ihre Bücher. Und dementsprechend habe ich mich total gefreut, dass ich jetzt halt das Buch von ihr lesen konnte. Und muss sagen, dieses Buch hat mich seit langer Zeit wieder an dieses Gefühl erinnert, gerne zu lesen. Dieses Gefühl, in ein Buch abzutauchen und wirklich irgendwo hinzugehen und sich eigentlich nur zu wünschen, wieder nach Hause zu kommen, damit man weiterlesen kann. Also dieses Gefühl habe ich schon richtig, richtig lange nicht mehr gehabt. Und das hat mir dieses Buch geschenkt und das ist natürlich ein riesengroßer Pluspunkt. Ich muss sagen, ich habe die Geschichte sehr gerne verfolgt. Ich habe gerne verfolgt, wie es zwischen Liz und Louis angefangen hat und sich auch entwickelt hat. Allerdings muss ich sagen, dass das ungefähr nur so die Hälfte bis zwei Drittel des Buchs so war, wo ich wirklich gerne bei der Geschichte war, gerne die Charaktere habe und wirklich super nah an der Geschichte dran war und gerne weitergelesen habe. Ja, aber dann irgendwann gab es so einen Bruch, wo ich es einfach, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht glaubwürdig fand, weil das ist nicht so, aber es hat irgendwie, hat es so einen Klickpunkt gehabt und dann war die Geschichte, also ich weiß, ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber auf einmal war mir die Geschichte nicht mehr so nah. Dann habe ich das alles so ein bisschen von weiter Ferne beobachtet und dann war das für mich nicht mehr nachvollziehbar. Es ist voll schwer, darüber zu reden. Ich kann nämlich auch gar keine richtige Kritik äußern, weil am Ende auch eine Spannungskurve aufgebaut wird und die war ja auch gut und alles, aber das Buch hat mich dann irgendwie nicht mehr gecatcht, als es dann tatsächlich spannend wurde, als dann da mehr Action abging und dass es nicht mehr nur noch um die beiden ging und um die beiden Individuen. Und das fand ich ein bisschen komisch, aber naja, so ist es halt. Also ich kann keine offizielle Kritik daran üben, einfach halt mein Gefühl, wie ich es beim Lesen empfunden habe, dass da irgendwas war, was mich dann gestört hat, ab so ungefähr letztes Drittel, würde ich sagen. Und ja, dann war das Buch dann zu Ende und das Ende, ja, das fand ich, einerseits ist es nicht das Ende, was ich gedacht habe, was passiert oder was ich mir vielleicht auch irgendwie so in meinem Kopf gehofft hatte oder von dem ich eigentlich schon fast sicher war, dass es kommen wird. Andererseits fand ich es gut, dass es so ein anderes Ende war. Und ich will natürlich jetzt nicht spoilern, aber es war auf jeden Fall anders als gedacht. Und einerseits geht es nicht mit meinen Erwartungen konform, aber andererseits finde ich es ist auch ein gutes Ende. Ja, also alles im allen hat mich das Buch ein bisschen verwirrt. Ich habe ihm jetzt 4 Sterne gegeben.
schwache 4 Sterne, aber dafür, dass es mir halt dieses Gefühl gegeben hat, wieder richtig lesen zu wollen und da so drin zu sein und zu wissen, was mit den Charakteren los ist, hat es einfach mehr als 3 Sterne bei mir verdient, auch wenn es halt am Ende leider so ein bisschen abgeflaut ist. Aber dennoch, ich finde, es ist ein gutes Buch. Ich finde, ich weiß nicht, ich kann halt natürlich nicht vergleichen, wie es mit anderen Jennifer Benkow-Büchern aussieht, ob die dann vielleicht genauso sind oder ob das jetzt in den Büchern von ihr eines der Highlights ist oder Lowlights. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben. Aber auf jeden Fall, ja, ich finde allein schon wegen diesem Ende, weil man das einfach nicht erwarten würde, dass es so ausgeht. Also ich fand es konsequent, ich fand es gut eigentlich, ja. Also muss jeder selber wissen, ob er es liest. Diese Rezension ist total unnötig eigentlich. Aber naja gut, wir machen das der Vollständigkeit halber. Und vielleicht habt ihr es ja schon gelesen. Vielleicht könnt ihr ja die Worte, die mir nicht einfallen, oder also in Worte fassen, falls es euch auch so ging. Das würde mich total interessieren. Damit würde ich mich auch von dem Video verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Leben und genießt das Lesen. Und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.